Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Freunde, wir reagieren heute auf Icon Season 5, bessere Zukunft. Richtig komisch, das ist das erste Video, was ich hier mit meinem neuen PC aufnehme. Und ich will euch gar nicht mein altes Setup zeigen, ihr werdet mich auslachen. So, ich stehe dazu, es war so ein komplett schlimmes Setup. Ich habe hier jetzt zwei Bildschirme. Alles ist irgendwie in LED, der ganze PC ist LED, das ist wirklich ein heftiges Setup. Es geht los, es geht in wenigen Tagen los mit Twitch. Ich kann jetzt sogar hier rüber gehen und, warte, so, hier ist der Twitch-Name, Freunde. So, für die, die es noch nicht gesehen haben, da einfach gerne einen kostenlosen Follow da lassen, Mehmet1212x. Einfach auf das Herz hier klicken, Freunde. Oder erster Link in der Beschreibung. Dann kommt ihr direkt zum Twitch-Account, denn wir werden auf Twitch zusammen auf Icon 5 reagieren, Rapplerü reagieren, eure Vorschläge Donnerstag nachts, neue Releases und auch Gaming bringen. Ich habe bisher auf dem PC nur OBS, mein Facecam-App und Firefox, mehr nicht. Also das ist schon krass. Und ich hoffe, das passt mit der Einstellung jetzt alles. Ich hoffe, es passt, Freunde, ich hoffe, es passt. Ich habe jetzt noch nichts Großes eingestellt. Ich hoffe, die Qualität, das geht alles in Ordnung. Wir gehen rein. Genau, also wir sind jetzt am Plan. Ich habe noch nicht mal ein Schnittprogramm hier drauf. Ich will den näher zusammenbringen, als dass ich die irgendwie auseinanderreiche. Juni. Hey Leute, was Juli. Hier? Ich stehe genau hier, wo Kalian! Die Küsse aus Mönchengladbach über die letzten paar Wochen gestanden haben. Ich freue mich heute, mit diesem Video mitteilen zu dürfen, dass der Mage Create Icon Contest in die zweite Runde geht. Boah, darauf haben wir reagiert. Und ich habe da auch ein TikTok-Video gemacht. Das hat über 1 Million Aufrufe einfach bekommen. Eine Reaction halt. Die Jungs haben 9 noch ein Messer dabei. Auf dem ersten Platz in einer Totalpunktzahl von 215 Punkten ist Django. Django, herzlichen Glückwunsch. Freestyle wie Rapper Mittwoch. Ja, müssen wir aber anders strukturieren. Unser eigenes. Der Icon Contest geht offiziell in die dritte Runde. Nummer 3. Ihr seht es am Helfen bei der Geiselnahme. Fünf Rahabes wegen weißen Blatt. Alexandro war die ganze Zeit von Anfang an da. Ich dachte, der ist, der kam so danach. Hätte es gekauft, aber nur auf Rat wegen Haram Geld. In Streit geraten wegen Haram Geld. Dino! Dino! Django! Sehr starker Auftritt von Django. Verloren am Block, jeder will hier Geld verdienen. Vielleicht machen wir ein Battle auf einer anderen Weise. Wenn ich jetzt gucken, so dass die sich stärklich machen. Also ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Denn genau ab jetzt hast du Ibra, einen Dorian. Deinen Song komplett von Mohams. Bis zum Ende in One Take fehlerfrei durchzuperformen. Spannung. Tano. Sunny! Ey, nebenbei, ich hab kurze Haare jetzt. So, aber ich lass die wieder lang wachsen. Es haben insgesamt gewotet für den Icon-Tiergewinner 40.000 Menschen. Stark! Stark! 40.000 Menschen! Ja, es muss ja auch irgendwas sein, was neu ist. Genau, anders meine ich ja. Was einfach so ein bisschen raussteht. Der Gewinner von Icon 4 2000. Oh mein Gott, wer könnte es wohl sein? 22 ist San Andreas! Verdient, verdient. Ich fand das so stark von San Andreas, dass er diese Performance nochmal zum Schluss aufbewahrt hat. Er konnte jeden Moment eigentlich rausfliegen, was es für ein Gefühl war. Er musste ja weiterkommen, weil das Beste, die Creme de la Creme, hat er sich wirklich zum Schluss aufgehoben. Boah. Return. Mein Name ist Kalin und ich bin der Gründer von... Guck, er sagt selber Kalin. Warum sagt jeder zu mir, ich spreche den falsch aus? Guck mal. Icon. Mein Name ist Kalin und ich bin der Gründer von Icon. Also ich bin zuständig, einfach das Ganze so ein bisschen zusammenzuschnüren. Das heißt, ich koordiniere die ganzen verschiedenen Parteien. Ich kümmere mich um die ganzen Künstler. Ich lade die ganzen Leute ein. Bin eigentlich ein Organisator. Kalin ist ein Macher. Ich koordiniere mich zusammen mit den Kameraleuten, mit den Editern. Ey, ich freue mich voll, dass es losgeht. Fotografen. Mit den ganzen Live-Event-Leuten und versuche einfach alles so zusammenzuziehen.
Das wäre so meine Aufgabe. Icon ist ein Format für Newcomer, wo neue Künstler, die noch nicht so bekannt sind, sich quasi vorstellen können und einfach eine Fanbase aufbauen können, so von 0 auf 100. Das heißt, wir nehmen die Künstler rein, wir arbeiten ein bisschen mit den Künstlern und entwickeln die. Und wir helfen denen, so das nächste Level zu erreichen. Also ich glaube, das Schwerste bei Icon ist so... Die große Frage jetzt, was hat San Andreas für eine Aufgabe? Es gibt bei dem, was wir machen, 1000 verschiedene bewegende Teile. So, du hast die ganzen Kameraleute, du hast Sound, du hast Audio. Was ich sagen will, es gibt einfach mega viele Teile und wenn eins davon nicht funktioniert, dann kann das ganz schnell in Katastrophe enden. Ja, es gibt halt auch viele wichtige Personen hinter der Kamera, wie zum Beispiel Tobi. Aber Tobi hat es jetzt auch geschafft, sozusagen. Am Ende des Tages, egal was passiert, kommt wieder auf uns zurück. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, einfach zu schauen, dass jedes einzelne Detail bis ins kleinste Detail funktioniert. Ich glaube auf jeden Fall auch, was richtig schwer ist, ist die ganzen Kandidaten zu koordinieren und die ganzen Prozesse, die Abläufe. Das, was er sagt, stimmt. Wisst ihr, ich will hier auch irgendwie nicht viel rausschneiden oder so. Ich habe noch gar kein Schnittprogramm hier installiert. Aber Icon 4 ist mit Kritik gewachsen. So, wie das gestartet hat, wie katastrophal das gestartet hat und wie geil das geendet hat. Also, perfekt. So, das Ende war nochmal perfekt und darauf kommt es ja auch an. So, und mit Kritik wächst man und Icon 4 war schon geil und ich glaube, Icon 5 wird nochmal krasser. Wir sind ein relativ kleines Team und das heißt, jeder, der mit uns arbeitet, der muss immer 20 verschiedene Sachen machen. Und ich glaube, das ist einfach so das Größte, weil man kann sich leider nicht in unserer Position jetzt, wo wir sind, man kann sich nicht einfach darauf fokussieren, nur einen Job zu machen und den gut zu machen, sondern du musst einfach 1000 verschiedene Dinge im Blick halten. Und ja, wie gesagt, wenn eins davon schief geht, dann ist das Katastrophe fürs ganze Format. Also die Idee von Icon, die ist eigentlich vor 5 Jahren entstanden, wo ich mit meinem Partner zusammen das Studio aufgemacht habe. Ich wusste, dass heute keine Folge ist mit Newcomern. Habe ich mir schon gedacht, dass das erste Video sowas wie eine Einleitung wird. Icon 5 Bewerbungen, Reactions werden noch weiterhin kommen. Wir haben schon 20 Episoden gemacht und es kommen aber noch weitere. Wir müssen noch die Shorts-Videos abchecken. Das werden wir auch auf Twitch dann machen. Also wir haben ein kleines Studio in Mönchengladbach und als ich nach Deutschland gekommen bin, ich kannte keinen. Und ich dachte mir so, ey, wie kannst du einfach Musiker oder Künstler dazu animieren, zu dir ins Studio zu kommen? Und da sind wir damals, Xandro und ich, zusammen Flyer aushändigen gegangen, Tür nach Tür, einfach geklopft und gesagt, hey, so kommt ins Studio, macht was mit uns. Und, cool. Und das kam irgendwie geil an, so. Weißt du, das war einfach so ein Ding, so die ganzen Künstler, mit denen wir connected haben, so plötzlich hatten die einen Grund zu... Was Kalien gemacht hat, das hat keiner gemacht. Dieses Icon, also einfach, wie sagt man, DSDS, nur für Rap auf YouTube, das ist so eine Bereicherung und das war so eine Marktlücke. Jetzt kommt zum Beispiel Sammy auch mit Rap LaRue, sagt er ja auch offen und ehrlich, dass er sich das da abgeguckt hat, finde ich cool, so, je mehr, desto besser, so. Und, aber Kalien hat damit angefangen und krass, cool. Existieren, so, und, und er hat durchgezogen. Sobald wir das erste Icon gestartet haben, haben wir einfach direkt gespürt. Seid mal ehrlich, wer kennt Icon 1 und 2 so wirklich? 3 so, ja, Biggie, Django, Dino, das war's dann auch so. Aber die haben durchgezogen und mit 4 hat's dann geklappt, so richtig. Der Durchbruch. Musik zu machen, sondern es ist auch einfach denen so ein bisschen Perspektive zu geben und so ein bisschen Blick für die Zukunft und einfach diese Hoffnung für so, was ist möglich. So, ich glaube, dieses Projekt, was wir haben, lässt die Leute einfach auch so ein bisschen träumen und sagen, ey, guck mal, vielleicht kann ich einfach ein bisschen mehr aus mir selbst machen
Und ich denke, das hat direkt von Anfang an eine ganz andere Form angenommen, als wie wir das erwartet haben. Ja, das Ding ist halt, heutzutage Hype zu kreieren, Hype zu bekommen, alleine durch Instagram-Videos und so, wie es, keine Ahnung, gewisse Rapper gemacht haben, das funktioniert heute nicht mehr, weil das ist schon überfüllt. Das ist überfüllt. Gibst du Hashtag Handy-Video auf Insta ein, zu viel los, so. Man kriegt seinen Hype nicht mehr, aber das ist, also Icon, diese ganzen Wettbewerbe, das ist perfekt. Mit der Variante, wenn du dich dort bewirbst und gut bist, wirklich gut bist, dann kriegst du deinen Hype. Aber nicht mehr mit so Instagram-Videos und ich weiß nicht was. Und ja, ich meine, so haben wir immer diese Projekte weitergemacht. Icon 1, wir hatten 30 Künstler. Krass. 5 davon waren vielleicht gut, maximal. Krass. Icon 2 waren es, glaube ich, 40. Guck mal, meine ich. Icon 3 waren es 100. Und Icon 4, ich denke, der Rest ist so Geschichte, ne? Ich glaube, Bobby hat mal gesagt, Icon 4 hatte 300? Ich weiß nicht mehr. Aber Icon 5, ich sehe ja den Icon 5 Bewerbungskanal und da sind richtig viele Bewerbungen. Allein ich habe 20 Episoden hochgeladen. Das heißt, ich habe auf über 200 Künstler reagiert und ich habe noch nicht mal die Shorts abgecheckt. Die sind ja noch mal mehr. Mega wichtig, dass jeder Einzelne, egal wie klein oder groß er eine Rolle spielt in dem, was wir machen, muss auf jeden Fall leidenschaftlich und 100% mit seiner Energie dabei sein. Und teilweise, wenn wir auf Dreh sind, sind Tage Helikopter von und so. 8 Uhr morgens bis 3 Uhr morgens. 4 Stunden Schlaf und das ist sehr anstrengend. So für alle. Zerhämmer deinen Buddy mit dem Heizungskühler. Ewa! Ey, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Wir sind ein übertrieben kleines Team. Und wir haben nicht diese ganzen finanziellen Mittel wie die Großen. Kalin ist reich. Ende des Tages, wir sind nicht DSDS. Wir sind nicht The Voice. Wir sind nicht RTL. Wir sind einfach nur wir. Wir sind normale Leute. Finde ich aber auch cool, dass das so familiär gehalten wird. Das Team. Und ich glaube, das ist wirklich gerade unglaublich schwer, weil gerade ja, weil man so viele Hüte tragen muss, weil man so viele Aufgabenbereiche hat, man muss viel opfern. Also wir, das ganze Team und jeder, der beteiligt daran. Ich lade heute noch, die Woche ein Video hoch, wo ich euch dann meine Favoriten von Icon 5 zeigen werde. Ich kenne ja jetzt schon über 220 Künstler und ich zeige euch dann davon meine Favoriten. Können wir auch gerne für Rap La Rue machen. Check ich ja auch ab, ne? Kommen auch Videos. Privatleben und manchmal ist es auch schwer, so Gesundheit. Du vernachlässigst Familie, du vernachlässigst Freunde. Ja. Du vernachlässigst einfach so dein ganzes Leben, einfach weil du eine Vision hast, die du verfolgst. Und ich glaube, das ist wirklich das Schwere. Viele unterschätzen dieses selbstständig, aber das heißt, du arbeitest wirklich selbst und ständig. Es gibt nicht dieses Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag gehört auch dazu, denn wenn du 3 Tage mal nichts machst, dann war's es, dann vergessen dich die Leute, wenn du da irgendwie noch deinen Hype nicht hast. Ich glaube, die größte Herausforderung für das, was vor uns steht, und zwar Icon 5 ist bei Icon 3, bei Icon 4, wir hatten nichts. Wir sind als niemand reingekommen und keiner kannte uns und keiner hatte irgendwelche Erwartungen. Ich glaube, Icon 5 ist anders. Die Leute wissen, wer wir sind. Jo, kein Geld, aber Heli und Chauffeur. Wir wissen, was wir machen und die erwarten Großes und ich glaube, ein kleiner Fehler, ein falscher Schritt und alles, was wir uns bis jetzt aufgebaut haben, kann in einer Sekunde kaputt gehen. Bruder, wie laut kann er schnipsen? Kann in einer Sekunde. Ja, ich kann's auch. Kaputt gehen. Geiles Auto.
glaube X5. Ich weiß nicht. Also eine Sache steht auf jeden Fall fest. Es ist egal, was wir machen. Und egal, wie wir uns entscheiden. Icon 5 wird mächtiger als wir. Was ist das? Für einen von euch beiden wird hier der Traum vom Icon 4 Gewinner beendet. Der Gewinner der Top 3 wird dann in der Live-Show gekrönt. Okay. Willkommen, Künstler. Was bedeutet Freiheit, wenn man die Zeit, die man jeden Tag geschenkt bekommt, vergoldet? Ihr verdient sie nicht. Was bedeutet Freundschaft, wenn man ihr bei der ersten Gelegenheit den Rücken zukehrt, um seinen eigenen Arsch zu retten? Auch diese verdient ihr nicht. Und als Wichtigstes, was bedeutet Ruhm und Reichtum? Icon 5 im Gefängnis. Wenn man sich selber im Spiegel nicht mehr wiedererkennen kann. Ihr verdient nichts davon. Die Zeit der Abrechnung ist gekommen. Okay. Auge um Auge. Was hat es mit dem Gefängnis auf sich? Als ob die da jetzt filmen. Ist das jetzt nur für diesen Teaser so gemacht oder hat das eine bestimmte Bedeutung? Das weiß man nicht, ne? Zahn. Um Zahn. Um Zahn. Willkommen bei Icon 5. Ich glaube, das ist Kalin, der da spricht. Jetzt anmelden. Ja, Freunde. Also ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ey, das ist so alles ungewohnt. Ne? Boah, wenn ich euch mein altes Setup zeige, ihr werdet euch denken, Junge, wie konntest du so 3 Jahre Videos aufnehmen? Aber ja, ist halt so. Und ich freue mich. Wir werden auf Twitch live gehen. Nicht mehr lange. Ich würde mal sagen, in ein paar Tagen so. Und ja, seid mit dabei. Ich muss das jetzt nur noch alles einstellen, ein paar Sachen noch herunterladen. Ich habe jetzt schon mal das hier Aufnahmeprogramm ganz schnell heruntergeladen, bisschen was eingestellt. Ich hoffe, die Qualität, der Ton ist in Ordnung. Ich werde es mir gleich anschauen. Aber ja, Freunde, wir werden am Start sein. Genau wie bei Icon 4 und auch bei Icon 3. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns. Checkt Twitch ab. Erster Link. Und ciao.